Ja moinsen meine Bruts und willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Wir haben gestern Abend so ein bisschen Spaß gehabt mit Realm Royale und kurz hier an der Stelle nochmal so ein bisschen Eigenwerbung. Heute so gegen 12.30 Uhr gibt es ein weiteres Realm Royale Video. Ich habe da so ein paar sehr leckere Szenen zusammengesucht und aufgenommen. Und das werdet ihr heute so gegen Mittag 12.30 Uhr zu spüren bekommen, wenn das Video dann auf meinen Kanal geballert wird. Heute aber der Shop mal wieder. Natürlich, Realm Royale ist rausgekommen, aber wir wollen Fortnite nicht vergessen. Auch gerade, weil die nächsten Tage ein Event starten könnte und ich werde jetzt auch wieder in Fortnite so ein bisschen aktiver wieder einsteigen. Und deswegen kommen wir heute auch wieder zum Shop. Sirius, lasst einen Daumen nach oben da, sollte euch das Video gefallen. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Fortnite sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpassen tutet. So, was ist im Shop drin? Oh! Hallo! Da muss man direkt mal ein Bild voll machen jetzt hier. Es ist wieder mal der Hund im Shop. Und zwar Mopser. Der war ja auch schon gestern im Shop drin und jetzt ist er wieder im Shop. Sehr interessant. Ja, das schmeckt doch sehr, sehr lecker. Gehen wir mal von links nach rechts durch. Das ist ja hier an sich nichts Neues. Der Kauknochen, Wuff und Mopser. Und by the way, wer mich in Fortnite supporten möchte mit dem wunderschönen Creator Tag, Random KHD, kann das gerne tun. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank im Voraus an jeden, der mich hier supportet. Vielen Dank. Genau, also, Wuff und der Kauknochen, die Kauknochen-Axt. Dann haben wir hier Sonnenvogel, ja, mit dem Sonnenschwingen. Was hat denn der Mops hier gehabt? Den Futternapf. Ja, moin. Da klebt noch ein bisschen Fleisch drin. Katzenfleisch. Denn ich esse gerne Katzen. Und das schmeckt. Mieses Schwein. Am Sanktum. Und der Umhang des Zirkels und Mondaufgang. Ja. Wir kommen zu Discofieber. Ah, lecker, lecker Kaffee. Die Spektralhacke. Die Abtrünnige. Aber sie ist auch wieder am Start. Schnorchelops. Und einen brandneuen Tanz, den wir uns bis zum Ende aufheben werden. Denn das ist das ganz Besondere heute hier im Shop. Ein neuer Tanz. Getarnt. Der seltene, ungewöhnliche Gleiter. Mhm. Und jetzt kommen wir zum neuen Tanz. Und zwar zu Billy Bounce. Ja, das könnte wieder sehr jäh sein. Die Melodie ist cool, Mann. Ach, Bruder. Sehr cooler Tanz. Gönnt ihn euch. Ich finde ihn cool. Vielleicht kaufe ich ihn mir später. Mal gucken. Ich habe jetzt wieder ein paar Zwiebacks am Start. So. Ich würde mal ganz kurz in die Challenges reingucken. Was fehlt mir denn da noch? Also ist City Chaos jetzt komplett durch? Ja. Nee. Lol. Es gibt noch drei Challenges, die kommen die nächsten Tage, okay? Ja gut, Brüder. Ich will schon langsam so ein bisschen die Abmoderation einleiten. Ich gucke nur mal ganz kurz nach Polar Peak und guck mal, was da los ist. Ob sich da was geändert hat die letzten Tage. Ich habe nämlich seitdem ich Freitag den Stream beendet habe, nicht mehr Fortnite gezockt, weil ich kam nicht dazu. Ich war Samstag auf dem Japan-Tag und Sonntag war ich noch bei Kevin gewesen. War dann zu Hause, habe mir Realm Royale runtergeladen und den Rest habt ihr ja gestern Abend gesehen im Stream. Danke übrigens nochmal für das große Interesse an Realm Royale. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Interesse hat. Deswegen, da denke ich mir, okay,
die Leute, die es interessiert, wie gesagt, heute 12.30 Uhr ein weiterer Part von Realm Royale, ein weiteres Video auf der Switch. Auch wieder sehr interessantes aufgenommen. Werde ich euch heute dann zeigen. Das wird sehr lecker. So sieht's aus. Jetzt aber erstmal hier natürlich zu Polar Peak. Mhm. Aber erst noch hier lecker. Ah, lecker, lecker Kaffee. Wer kennt's? Wer kennt's? Was soll ich sagen? Ich bin eben erst aufgestanden. Also, da ist man natürlich noch ein bisschen plem in der Birne, möchte man sagen. So, hier ist das Tor. Und das ist immer noch so vereist und... Wobei es durchsichtiger wird, oder? Wird die Wand langsam durchsichtiger? Oder sieht das nur so aus? Oder war das schon die letzten Tage so, dass man hier auch so ein bisschen durchgucken konnte? Durch die Eisschicht. Sieht sehr gut aus. Na gut. Soweit nichts passiert hier. Das bedeutet, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn da gibt es dann... ja, bestimmt einen leckeren Stream. Heute Abend. Seien Sie dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.